Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Anwendung von ewigen Renten. Man denkt sich vielleicht zuerst, Ewigkeit ist etwas, was für die Praxis nicht so relevant ist, aber wie wir in vorigen Videos schon gesehen haben, kann es durchaus sein, dass schon nach beispielsweise 100 Jahren der Barwert der Rente sich kaum noch ändert, sodass ob ich mit 100 Jahren oder mit ewig vielen Jahren rechne, kaum noch einen Unterschied macht. Anwendungen können dann zum Beispiel sein, welches Kapital ich brauche, um eine bestimmte Zahlung auf unbestimmte Zeit durchführen zu können. Das ist zum Beispiel relevant bei Stiftungen. Denken Sie an die Nobelpreise. Da gibt es also das Testament von dem Alfred Nobel, wo der ein Kapital zur Verfügung gestellt hat, mit dem jährlich diese Preise finanziert werden. Und das funktioniert deshalb so lange, weil eben mit dem Kapital auch gewirtschaftet werden kann, sodass sich das Kapital erhöht, auch wenn das Geld für die Preise ausbezahlt wird. Und mit dieser Logik kann man also dann sich fragen, wie viel Geld brauche ich denn, um eine bestimmte Stiftung aufzusetzen? Als etwas einfacheres, abstraktes Beispiel haben wir hier dafür folgende Musteraufgabe. Welches Kapital ist nötig, um beim Zinssatz von 8% eine vorschüssige ewige Rente in der Höhe von 1000 Geldeinheiten finanzieren zu können? Also schreiben wir uns einmal raus, was wir wissen. Wir wissen, A soll gleich 1000 sein, das R ist gleich 0,08, damit ist das D gleich 1 durch 1,08 und den Barwert unserer Rente, was ja das Kapital ist, was wir brauchen, um diese Rente finanzieren zu können, ist dann A mal. Muss ich noch einmal mehr abzinsen oder nicht? Nein, wir sind im vorschüssigen Fall, müssen wir nicht abzinsen, kommt direkt die Summe der geometrischen Folge, das ist 1 minus d hoch t, aber im ewigen Fall d hoch t wird dann 0 und können wir weglassen, 1 durch 1 minus d. Also hier haben wir dann 1000 Geldeinheiten mal 1 durch 1 minus 1 durch 1,08. Und das muss man dann in den Taschenrechner eintippen und ausrechnen. Wenn ich das mache, erhalte ich dafür 13.500 Geldeinheiten. Und das heißt, wenn ich 13.500 Geldeinheiten habe, die ich wirklich dauerhaft mit 8% Zinsen festlegen kann, dann kann ich damit jährlich 1000 Geldeinheiten ausbezahlen. Ist vielleicht mehr, als man auf den ersten Blick meint, was aber natürlich auch an dem ordentlichen Zinssatz von 8% liegt, mit dem wir hier rechnen. Ja, ich kann also 13.500 Geldeinheiten haben, 1000 Geldeinheiten ausbezahlen, dann bleiben 12.500 Geldeinheiten übrig, die ich ein Jahr lang verzinsen kann und 8% davon sind wieder genau diese 1000 Geldeinheiten. Ja, wenn ich also eine Stiftung haben möchte, die jedes Jahr 1000 Geldeinheiten als Preisgeld ausschütten soll und ich kann mit 8% Zinsen wirtschaften, was momentan schwierig ist, aber stellen wir vor, wir könnten, dann würden schon 13.500 Geldeinheiten reichen, dass ich die auf in der Anlage mit diesen 8% festlege und dann kann ich jedes Jahr 1000 Geldeinheiten entnehmen. Ein zweites Beispiel, wo uns auch eine ewige Rente begegnet. Der Betreiber eines Einkaufsmarktes hat seinen Kundenparkplatz auf einem gepachteten Grundstück angelegt. Der Pachtvertrag ist unbefristet. Die jährliche, am Jahresende zu bezahlende Pacht für das Grundstück beträgt 200.000 Geldeinheiten. Das Management des Marktes möchte das Grundstück käuflich erwerben, um so die dauerhafte finanzielle Belastung durch den Pachtzins aus der Welt zu schaffen. Beim langfristigen Marktzins von 4%, von dem wir hier ausgehen. Erste Frage, was wäre ein fairer Kaufpreis? Zweite Frage, was wäre die zu bezahlende jährliche Rate, wenn ich diesen Kaufpreis auf 5 Jahre gleichmäßig aufteile und wir sollen hier vom nachschüssigen Fall ausgehen. Fangen wir mal an mit der Beantwortung der ersten Frage. Ja, der Kaufpreis ist also das, was mir das Grundstück aus heutiger Sicht wert ist, wenn ich dafür
bis in alle Ewigkeit sozusagen unbefristet jedes Jahr 200.000 Geldeinheiten bekommen kann. Und da muss ich also jetzt diesen Barwert berechnen. A ist dann 200.000. Das R ist 4%. Damit ist unser D gleich 1 durch 1,04. Und den Barwert, den wir jetzt also im nachschüssigen Fall berechnen können, wäre dann A mal, einmal mehr abzinsen, weil nachschüssig, A mal D. Und dann haben wir 1 minus D hoch T, das fällt weg, weil ewig, D hoch T wird im Prinzip 0, dividiert durch 1 minus D. Und das A und das D kenne ich, habe ich aus der Angabe und damit kann ich mir diesen Barwert berechnen. Muss ich jetzt nur noch in den Taschenrechner tippen und ausrechnen. Machen wir das einmal und dann kommen wir hier auf einen Preis von 5 Millionen Geldeinheiten. Ich bin also genau indifferent dazwischen, entweder 5 Millionen Geldeinheiten heute auf einmal zu bekommen oder 200.000 Geldeinheiten bis in alle Ewigkeit unbefristet zu bekommen bei diesem Zinssatz von 4%. Also ein fairer Kaufpreis wären 5 Millionen Geldeinheiten. Damit könnte sich dann der Eigentümer dieses Supermarktes das Grundstück kaufen, zumindest wenn ihm ein fairer Kaufpreis angeboten wird, und müsste dann in Zukunft diese Zahlung nicht mehr tätigen. Wenn jetzt 500.000 auf einmal eben doch zu viel ist und wir sagen, naja, wir möchten das vielleicht auf ein paar Jahre aufteilen, hier auf 5 Jahre Laufzeit, dann wollen wir den gleichen Barwert erzielen, aber eben nur eine Rente mit 5 Jahren Laufzeit haben. Also wir möchten den Barwert mit 5 Zeiteinheiten mit irgendeiner Höhe b mal d mal 1 minus d hoch 5. Jetzt haben wir eine endliche Rente, 1 minus d. Ja, und das soll dann auch gleich diesen 5 Millionen sein. Und damit ergibt sich eine Gleichung, die ich dann nach diesem Betrag hier auflösen kann. Das machen wir also hier einmal. Haben also hier den Barwert der Rente, ich habe sie hier R genannt, mit 5 Jahren Laufzeit und die soll genau gleich dem Barwert der ewigen Rente sein. Und dann kürzt sich da mal einiges heraus. Das D kann ich rauskürzen, mit 1 minus D kann ich durchmultiplizieren und das R kann ich dann auflösen und kann sagen, das ist A dividiert durch 1 minus D hoch 5. Und wenn ich das in den Taschenrechner eintippe mit 200.000 und D gleich 1 durch 1,04, dann erhalte ich 1.123.000 und so weiter Geldeinheiten. Das heißt also, anstatt jedes Jahr 200.000 Geldeinheiten Pacht zu bezahlen, könnte ich jetzt auch 5 Jahre lang 1.100.000 und ein bisschen Geldeinheiten bezahlen und könnte damit den Kauf dieses Grundstücks finanzieren. Jedenfalls, wenn mir dieser faire Kaufpreis mithilfe des Barwerts angeboten wird.